So, Freunde der langen Pettnacht, wir sind wieder dabei. Und ich habe mal ein bisschen mit dem Baldi geschrieben und er meinte, die nächsten Pets im Habitat sind Level 3. Und das wird dann schon ein bisschen haariger, wenn wir die mal angehen. Aber wir müssen erstmal gucken, was machen wir als nächstes? Wir wollen den hier angreifen. Wir haben Erde und Wasser noch zur Auswahl. Und die Frage ist, wie könnten wir das optimal gestalten? Wenn wir mal gucken, bei Wasser haben wir einen Nachthelm, steht drin, von daher müsste ich hier beide Dinger auf Stufe 2 haben, bevor ich den versuchen würde anzugreifen. Mit Erde? Ja, doch, ist Erde, sieht so ein bisschen hell aus, dachte gerade das Licht. Da haben wir einen schon, aber ich würde gerne noch den nächsten auch schaffen. Wir haben ja das erste Dungeon gerade schon geschafft, aber wir gucken einfach mal rein, wie schwer der Rengar Teng ist. Okay, Stufe 3 hat viel mehr Leben wie wir, hat auch viel höhere Attribute. Aber wir können ausweichen. Wir sind Kundi. Oh, fuck. Okay. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können viele Pilze investieren, dann liegt der auf jeden Fall. Oder wir warten noch ab und hoffen, dass wir in den Alu, wir haben ja hier noch eine ganze Menge. Mal gucken, hier sind wir erst bei 3 von 11 Bieren. Da können wir noch einiges machen. Ich gucke mal weg, dass wir nicht das Video uns da angucken müssen. Dass wir es halt schaffen, den dritten Begleiter zu kriegen. Dadurch wird der ja auch noch ein bisschen stärker. Und dann fangen wir an zu pilzen. Und dann sollte der eigentlich auch liegen. Hoffe ich. Aber Level 3 ist schon schwierig. Das stimmt auf jeden Fall. Jo. Das wollte ich ihm ja auch schreiben. Ah, okay. Level 3 ist hart, aber mit einem Kundi-Pet zu schaffen bei Erde. Ah, leider wieder nichts. Schade, schade. Ich nehme auch die ganze Zeit schon die schlechteren Quests an. Da habe ich ja jetzt aber eine Auswahl. Mann, Mann, Mann. Und noch eine Flimmerkiste. Ey, kann man ja nicht mal in Ruhe ein Video machen. Muss man denn die ganze Zeit Flimmerkisten schicken? Wir können aber die Zeit nutzen und mal gucken, ob es irgendwas Schönes, Neues, Wichtiges im Forum gibt. Hier unten. Da scheint sie einiges getan zu haben. Bla bla bla. Ausmachen. Funktion in Wasser. Bla. Teller tot. Ja. Okay. Geht wohl hier um nichts Wichtiges. Ja. Die ganzen Bugberichte und so, die werde ich dann heute Abend oder morgen schreiben. Da wird sich ja eh nicht viel tun. Ob ich es jetzt gleich schreibe in einem Video oder später, ich kann einfach nicht so schnell tippen, wenn ich denken muss, atmen und auch noch tippen. Das wird einfach nichts bei mir. Aber wir haben wieder ein bisschen Gold. Wir müssen erstmal noch unsere Begleiter ausbauen. Obwohl wir mit denen, glaube ich, jetzt erstmal auch keine Kämpfe machen. Weil wir werden jetzt erstmal. Wie viel XP gab es eigentlich bei dem Kampf? Hat da einer drauf geachtet? Weil wir haben jetzt schon eine ganze Menge. Ich glaube, so viel Alu haben wir jetzt noch nicht gemacht. Haben wir die Kämpfe gespeichert? Dann machen wir, würde ich mal sagen, noch einen Kampf, den wir auf jeden Fall gewinnen bei den Pets. So, Wasser 1 gegen 1. Das ist, also wir kämpfen zwar gegen den Fischli, aber ob wir das Ding so sicher gewinnen? Ich glaube nicht. Haben wir hier schon gekämpft? Ging das Pferd? Nee, das Ding können wir auf jeden Fall noch nach Hause nehmen. Und ich würde sagen, da greife ich. Ja, warte mal. Einfach mal umzutesten. Oh, er hat ja fast so viel Leben wie wir auf Stufe 2. Aber wir sind Magier, glaube ich. Wow! Wow! 40 Mille XP. Und das Gold ist auch nicht zu verachten. Das ist richtig nice. Von daher muss ich da auch aufpassen, dass ich da jetzt nicht überholt werde von irgendwelchen Power-Pilzern, die da wirklich richtig die Pilze reinklopfen. Die Quests sind alle gut, aber ich will kurz in der Gilde gucken. Wie hoch ist hier noch mein Vorsprung? 59. Okay, weil Knuffi, der neigt gerne mal dazu, ordentlich Pilze reinzuhauen. 40 Mille XP für den ersten Pet gegen
Na, geil. Das ist echt schön. Da habe ich gedacht, oh, wir können auch gleich den nächsten Pettkampf machen. Ja, wir probieren einfach mal den. Nee, Erde-Pet probieren wir nicht nochmal. Das haben wir ja gerade gesehen. Was war auf jeden Fall. Schatten haben wir auch noch nichts gelegt. Feuer haben wir, glaube ich, Wasser. Wir probieren einfach mal Wasser. Gucken, wie es da läuft. Oh, wir kriegen ordentlich auf die Fresse, glaube ich. Nee, wir haben gewonnen. Ha! Souverän sogar. Von den Werten her würde es auch passen. Ha, oh, wir haben auch viel mehr Leben und alles. Das war richtig schöner Kampf. Und da haben wir eine Pflaume gekriegt und die kannst du für deinen geilen Kampf auch gleich mal essen. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht auf die XP geachtet, aber wir hatten eben 160, also waren es auch wieder 40 Mille. So, die Zitrone des Lichts. Genau. Das ist ja jetzt die Frage. Wir greifen ja jetzt sowieso gerade nichts mit Licht, können wir heute nichts mehr kämpfen. Von daher würde ich die Zitrone erstmal aufheben wollen, dass ich morgen auf jeden Fall gleich nach 0 Uhr die kleine Fee auf Stufe 3 heben kann. Und mit Stufe 3 dann auch viel mehr Chancen im Lichthabitat habe. Und da dann so gut das leerräumen kann. Gucken, haben wir hier schon. Na, hier genau, hier sind wir bei dem zweiten Gegner. So, was schreibt er? Ah. Okay, also die XP sind prozentual. Das ist gut zu wissen. Da finde ich es gut, dass ich so ein hohes Level habe. Aber ich glaube, ein paar Pet Dungeons. Also hier haben wir schon den ersten besiegt. Hier jetzt auch. Bei Erde gucken wir noch mal rein. Da sind wir auch bei dem zweiten. Den würde ich gerne noch besiegen. Da warten wir mal noch, bevor wir ein paar Tries machen. Ich glaube, bei Schatten waren wir noch gar nicht drin. Genau, da sind wir noch beim ersten. Den können wir einfach mal umboxen. Einfach nur für die XP. Und für den Fame, natürlich. Weil ich der Geilste bin und den Längsten habe. Und rumstibums. Weg ist er. Ey, da schaffen wir bis morgen noch ein Level ab. Bei uns in der Gilde gibt es immer so eine tolle Tradition. Kann ich ja gerne mal zeigen und ein bisschen angeben. Da haben wir unsere tolle Roxy, echt eine super Gildenmutti. Und die schickt immer jeden Monat, jede Woche so eine Rundmail, wer die meisten Level aufgestiegen ist. Und mit zwei Leveln kann man da schon viel erreichen. Und ich hatte heute schon ein Level ab. Und wenn ich jetzt bis Sonntag noch ein zweites schaffe, wäre das natürlich richtig cool. So, und nochmal ein geschicktes Gild. Und damit haben wir schon auch noch eine Pet-Nahrung übrig. Die wäre natürlich auch. Okay, können wir auch nicht mal mehr verfüttern, haben wir ja schon. Aber wir können auch zwei ergattern, was ich natürlich auch gerne machen würde. Und da würde ich mir noch vorher einen Puffer holen. Feuer haben wir da schon gekämpft. Gucken wir mal kurz. Wir müssten gegen den Ratzfatz kämpfen. Haben wir auch schon. Also haben wir jetzt alle ersten Etagen sauber. Das heißt, das Einzige, was uns jetzt bei den Pets noch was bringen würde, wenn wir ein drittes Pet bei Erde oder Wasser finden würden. Das wird uns jetzt noch ein bisschen vorbeibringen. Die guten Pets, die hier hinten sind, die haben wir schon. Oder ich pilz das Ding durch. Nee, das wäre auch doof. Morgen liegt der denn im First Try und heute geben wir da 100 Pilze aus. Ob das notwendig ist? 2,8. Nee, da ist ein Gegenstand, da kann nichts kommen. Und da ist auch ein Gegenstand, also nehmen wir das Ding. Ja, aber es scheint auch, je mehr Pets man schon hat, umso weniger kommt da vielleicht auch. Wir probieren es einfach mal nochmal. Gucken mal, wie die Kämpfe so laufen. Aber wir sind einfach von den Attributen viel zu niedrig. Wir müssen einfach ausweichen. Wieso haben wir, sind wir nicht einmal ausgewichen? Ist doch ein Kundschafter gegen einen Krieger. Guck mal, wenn wir jetzt nicht mindestens zwei Drittel abziehen, dann können wir das, glaube ich, wirklich vergessen. Wir machen halb so viel Schaden wie er. Und er hat halt auch viel mehr Crit-Chance wie wir. Was natürlich auch, nee. Also ich würde sagen, den legen wir morgen. Das heißt, das Pet können wir erstmal vergessen mit dem Verbessern. Hier haben wir noch ein bisschen was. Aber ich will nicht, ich weiß nicht. Gucken wir nochmal, ob der. Weil wir haben ja, weil mit dem Erdpads da angreifen, haben wir den
gegen Schatten kämpft, was 1:1 ein Kampf ist. Und dann haben wir noch den in Reserve. Erde haben wir aber auch nichts mehr. Da hätte ich gerne noch. Ja, bei Wasser haben wir auch schon den ersten Kampf gemacht. Das ist auch Krieger gegen Krieger. Da können wir echt, bei Stufe 3 können wir da glaube ich nicht viel reißen. Wir können noch mal, können mal versuchen, einfach machen. Nee, er hat auch doppelt so viel Leben und ist echt Krieger gegen Krieger. Wir haben weniger Glück, werden öfters gekrittet. Und nee. Da reißen wir nichts. Das Einzige wäre wirklich noch der Bonus, den ich gerne hätte. Und das dritte Pad, aber gucken mal nochmal. Nee, wir warten noch ein bisschen Alu ab. Wir überhetzen nichts. Wir haben noch genug Alu übrig. Es können hier noch, hier Fischli kann noch kommen und der Mammut auch noch. Von daher warten wir da ab und atmen ganz entspannt durch die Hose. Und trinken ein leckeres Schlückchen. Das haben wir uns verdient. So. In der Festung geht's auch fleißig weiter. Ja, dann mache ich immer einen kurzen Break. So, da sind wir wieder. Frisch gewindelt und zurück. Der Knuffi hat mich hier mal noch mal eine Frage gestellt. Hatte ich zwar vorhin schon gesagt, aber noch mal sicher ist sicher. Wenn ihr hier bei den Pets ist jeden Tag immer ein Element, was alle Gegner haben, die ihr bekämpft, und da könnt ihr halt auch immer nur das gewinnen, was die jeweilige Farbe hat. Also bei Schatten kann ich jetzt nur diese Brombeere gewinnen. Jupp, was ich ja auch schon zweimal habe. Oh, 3 Millionen, sehr schön. Die Quest nehmen wir auch. Von daher können wir echt nur Brombeeren heute gewinnen. Und morgen ist es denn ein anderes Element? Ich weiß nicht, ob es so ist wie beim Hexenkessel, dass die da den Rotationsalgorithmus so gemacht haben, dass es auf jeden Fall immer nicht mehr dieselbe Farbe sein kann wie am Vortag. Oder ob die Möglichkeit auch besteht. Das wäre interessant zu wissen. Das werden wir spätestens dann erfahren, wenn morgen wieder Schatten ist. Also gestern weiß ich zumindest, dass auf Server 1 was anderes war wie heute. Aber spätestens nach ein, zwei Wochen erfahren wir es, ob es halt so ist oder nicht, weil dann halt öfters dieselbe Farbe kam. Und bei 5 Farben ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da dieselbe Farbe nochmal kommt. Wie sich jeder von euch denken kann, denke ich mal. So, Riven, den gucke ich mir mal noch ein bisschen genauer an, bevor wir den plündern. Nee, da. So. Genau. Er hat schon 2 Schattenpads. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit gesunken, dass ich den Kampf gewinne. Ich hätte vorhin angreifen sollen. Warum habe ich auch gewartet? Er hat 2 Pets. Also egal, womit ich jetzt angreife, ich kann den Kampf nicht mehr sicher gewinnen. Und da heute auch Schattentag ist, ist es auch wahrscheinlich, dass er die Pets schon auf Stufe 2 hat. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Mist, verdammte Kacke. Hier vorne war ohne I. A mit V. So. Scheiße. Warum warte ich da auch? Bin ich da selber schuld? Aber der sieht nicht aus, als würde er so viel Alu spielen. Steht hier irgendwas drin? Just for fun. Ja, dann hör doch mal auf, heute deine Alu zu spielen und keine Petkämpfe mehr machen und deine Dinge. Aber der wird dann auch schon mindestens 2 Kämpfe oder so gewonnen haben, weil das erste Pet hat er auf jeden Fall schon hochgelevelt gehabt. Oh, Kacke, Kacke, Kacke. Das wird ein Kampf, den ich auf jeden Fall verliere. Da bräuchte ich jetzt richtig viel Glück. Um den hier mit Wasser oder Erde besiegen zu können. Mann, 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 Mann. Shit. Ich will den Gegner wechseln können. Wieso kann man den nicht wechseln? Wieso ist hier kein Knopf? Also ich klicke hier gerade für die Leute, die es mir nicht glauben. Wie ein Blöder. Weil hier zeigt er auch noch an ein Pad. Wir können ja mal.
die Seite neu laden, was vielleicht jetzt dann anders anzeigt. Ne, immer noch ein Pad. So. Ja, genau. Also bei ihm sieht ja das Feuerpad fast genauso aus, aber wir haben gerade hier ein anderes Problem. Können wir mal gucken. Vielleicht habe ich mich ja nur verrechnet. Das wäre jetzt natürlich schön. Nee, das ist mehr wie 1%. 68 sind nicht 1% von 3400. Ah, kacke, kacke, kacke. Hätte ich mal vorhin angegriffen. Hätte, hätte Fahrradkette. Ach, Mann, 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 Mann. Was mache ich jetzt? Wie viele Pads hat er denn schon? Gucken wir mal in die Ehrenhalle. Pads. So. Der hat 8 Pets. Warum muss der denn ausgerechnet so ein Schattenpet finden? Kacke. Mann, 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 Mann. Aber ich will die zwei Kämpfe auch wirklich noch gewinnen, ey. Weil das ist echt... Das wäre echt schon gut. Aber das Problem ist, wenn ich da jetzt noch warte und er jetzt noch mehr Leute angreift. Also, ich weiß, er hat jetzt schon 2 Pets und ein Pet davon ist Stufe 2, weil er zeigt mir ja ein Pet gegen eine Stufe 2 an. Also hat er auf jeden Fall schon mal ein Pet, was Stufe 2 ist. Die Frage ist natürlich, welches von diesen Schattenpets ist. Wenn es hier das ganz links ist, ist okay. Wenn er als nächstes diesen mittleren gefunden hat, der noch Stufe 1 ist, ist es für mich schaffbar. Dann ist es für mich mit denen hier schaffbar. Aber wenn er sein anderes Pet auch schon auf Stufe 2 hat, was wahrscheinlich ist, weil Brombeeren gibt mir hier für jeden gewonnenen Kampf. Und wenn wir hier mal gucken, Pet-Abwehr hier. Oh, Sterni hat mich auch angegriffen. Das ist ja schön, dass ich da gewonnen habe. Ja, da hat er keine Chance gehabt. Ist ja nicht mal am ersten Pet vorbeigekommen. Nee? Nee, den habe ich angegriffen. Wieso steht hier Abwehr? Oder? Warte mal. Hier hinten die Kämpfe habe ich auf jeden Fall nicht geführt. Da stehe ich rechts bei der Abwehr. Speichert ja automatisch alle Kämpfe. Und hier stehe ich auch rechts. Ne, den habe ich dann angegriffen. Und gewonnen. Stimmt. Es kommt von der Uhrzeit hin. Ach man, ey, ich bin so down, ey. Oh man, wir müssen unbedingt jetzt hier ein drittes Pet finden und dann am besten auch noch Früchte, die dazu passen. Ihr Glücklichen. Mann, 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 ey. Scheiß Pets, ey. Gute Pets, aber ach, kacke, ey. Naja, ich habe halt einfach den ersten Kampf versammelt und am Anfang ist es halt einfach wirklich Glück, wie viel man hier findet. Und ich hoffe wirklich, wir haben ja noch jede Menge Alu vor uns. Also wir haben ja jetzt gerade mal die Hälfte abgespielt. Von daher können wir da wirklich noch was finden. Aber es kommt nichts. So, jetzt haben wir wirklich so ziemlich die Hälfte. Das ist eine sehr schlechte Quest, das ist eine sehr gute. Die nehmen wir, aber die dauert jetzt wieder 7 Minuten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weil ich hätte schon gerne die 2 Früchte noch, dann hätte ich morgen auf jeden Fall 3 Stück und könnte morgen gleich die Schattendinger hier komplett einmal durchbuffen. Oder halt nur ein Pet und noch eine Schattenfrucht aufheben, um dann übermorgen das erste Pet auf Stufe 4 zu bringen, um dann halt wirklich in den Habitaten richtig gut voranzukommen. Ja. Also ich kann echt nur hoffen, dass ich gute Dinge finde. Naja, die Pet-Quote, die ist einfach komisch.
Ich habe 11, 2 Wasser, 2 Licht, 2 Erde. Hier machen wir mal ein großes L, sonst sieht das aus wie 21. 3 Schatten und 2 Feuer. Ja, und eigentlich konnte ich ja die jetzt alle auch nur so gut hochleveln, weil ich ja hier die ersten Habitate schon durchgemacht habe. Können wir nochmal kontrollieren. Feuer sind wir im zweiten. Schatten sind wir im zweiten. Erde sind wir im zweiten. Ach, wieder verklickt. Licht sind wir im zweiten und Wasser auch. Ich will immer auf Post klicken. Hier mit dem Magier gegen den Krieger, also da würde ich sagen, geht auf jeden Fall nichts. Aber hier wenigstens haben wir schon mal zwei Früchte. Also mit Stufe 3 gegen Stufe 3 sollte ich ja morgen Chancen haben eigentlich. Weil die ja dann auch noch hier niedriger sind und ich hoffentlich dann morgen schon hier was finde. Aber ich hätte trotzdem gerne noch bisschen mehr hier gewonnen und die sind echt verdammt unterrepräsentiert hier. Wasser und Erde, also wenigstens die drei Pets schon mal gefunden. Nee, die Pets habe ich der Übersicht. Ja. Ja, hier Stufe 1. Nee, eigentlich nicht. Nee, bin raus. Ja, was haben wir hier noch? Haustier-Update ist da. Ja, das wissen wir ja mittlerweile schon. Daher gehen wir hier mal raus und gucken mal, ob es irgendwas Neues im Forum gibt zu den ganzen Bugs. Pet-Bugs. Ja. Na, hier geht es noch um den Bonus. Das ist ja erstmal egal. Das wird ja sowieso irgendwann gefixt, aber mich nervt es halt wirklich extrem, dass man halt in der Ansicht nicht sieht, wie es wirklich ist. Mann, Mann, Mann. Aber schön XP haben wir schon gekriegt. 200.000 davon alleine durch das Habitat. Und morgen werden wir da bestimmt die nächsten Etagen hoffentlich auch reinigen können. Okay. Können wir mal gucken, wie schaut es denn bei uns jetzt in der Übersicht aus? Wir haben das höchste Pet, was wir haben, schon jetzt überall auf Stufe 2, außer bei Feuer. Dafür aber da die ersten beiden. Warum habe ich da das Ding nochmal gestärkt? Das war eigentlich noch total. Für den Kampf. Genau. Dafür war es sinnvoll. Ja, also ich hoffe mal auch, dass ich hier noch schön was finde. Ich brauche jetzt auf jeden Fall noch Erde und Wasser. Und wir können die Quests nicht verkürzen. So, wen greifen wir hier an? Jo, der sollte noch ein bisschen was geben. Oh, verdammt, der hat sein Gold schon leer geräumt. Das ist schade. Was ich aber auch cool finde, ist, dass die Akademie jetzt wieder gut XP ausspuckt. Da hat ja schon überlegt, jetzt doch nicht auszubauen morgen. Da könnt ihr euch morgen schon drauf freuen. Das werde ich dann morgen in meinem Video auf jeden Fall zeigen, wie wir denn hier, wenn die Festung fertig ist. Der Plan ist da auf jeden Fall noch, die Akademie dann gleich in den Bau zu nehmen. Die ja jetzt hier 3 Millionen Holz, was ja Portokasse ist, und 4 Millionen Stein, was ja fast alles ist. Aber das sind, mal gucken, 4.023.000. Das heißt, ich habe da noch knappe 500.000 übrig. Also würde es noch direkt im Anschluss denn dafür reichen, die Schatzkammer zu bauen, die wir jetzt ja auf jeden Fall brauchen. Aber die Schatzkammer, wenn ich die dann auf 15 ziehe, hoffe ich, dass es dann mit hinkommt, dass wenn die Schatzkammer auf 15 ist, ich dann genug Steine und Holz gesammelt habe,
um weiterhin meine Festung auszubauen. Und da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob das reicht. Von der Zeit her. Von daher bin ich auch überlegen, die Akademie lieber ein bisschen laufen zu lassen, mir die Pilze zu sparen. Aber mal gucken. Da bin ich jetzt noch nicht so entschlossen. Ja. Was wäre eigentlich auch am günstigsten bei den Petkämpfen morgen? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also morgen, also um 0 Uhr wird hier auf jeden Fall jetzt ein neues Element erkoren. Von daher wäre es für mich am schlausten, gleich nach 0 Uhr die zwei Sachen hier auf jeden Fall zu füttern und mit den Pets anzugreifen, weil dann es relativ unwahrscheinlich ist, dass irgendwer schon ein Stufe 3 Pet hat. Und mit einem Stufe 3 Pet haben wir ja eben im Habitat gesehen, da sehen die Stufe 2 Pets verdammt alt gegen aus. Ich weiß nicht, ob die wirklich dann so extrem hochleveln. Oh, geil, eine Erdbeere. Nee, die haben wir nicht gebraucht. Aber trotzdem geil, eine Erdbeere. Und wir nehmen die Quest. Ja, weil die 10-Minuten-Quest einfach mal richtig räudig ist. Ich glaube, im Normalfall hätte ich jetzt die mit dem Ring genommen, aber wir nehmen das hier und klicken auf den Fernseher und machen einen kleinen Break. Bis dann.